So, da ich hier jetzt mittlerweile zwei verschiedene Nahrungsmittel habe, kann ich mir auch einen Salat machen, der nicht süß, nicht sauer, nicht salzig, nicht bitter und nicht herzhaft ist. Oder scharf, sowas in der Richtung. Was schlecht ist. Das Schlechteste für, also abgesehen von, also das Schlechteste auf der Seite von zu wenig. Allerdings muss ich gleichzeitig sagen, auf dem Kochlevel, auf dem ich bin, kann ich auch nicht viele Abstufungen sehen. Ihr seht auch schon, dass mein maximales Leben runtergeht, weil ich eben praktisch nur weil ich nur Gemüse esse zum momentanen Zeitpunkt. Naja, es ist noch zu dunkel, um da jetzt rauszugehen. Noch ist es dazu zu dunkel. Die Sonne geht zwar gerade so auf, aber so, jetzt legen wir hier Erde drauf. Ist vielleicht ein bisschen eine unförmige. Ein bisschen unförmige Charcoal Pit, aber hey. Das funktioniert. So. Jetzt schmeiße ich da nur eine Fackel drauf. Ohne sie wieder aufzuheben, bitte. Muss ich ein bisschen warten. So. Jetzt schwelt das vor sich hin. Aua. Das hier brennt leider noch. Sonst hätte ich da noch ein paar Sachen mitnehmen können. Auf jeden Fall fülle ich mein Wasser auf. Und am besten nehme ich mir erst nur zwei Salate mit. Okay, es ist fertig hier. Das ist gut. Naja, das sollte reichen. Wobei die Salate sind ja auch gar nicht voll, nebenbei bemerkt. Das sind ja nur hier 14 Unzen Salate. Immer noch eine ganze Menge. Immer noch eine ganze Menge.
ich wiederkomme, habe ich auf jeden Fall Holzkohle, die ich mitnehmen kann. Davon habe ich weniger, als ich Holzdinger hatte. Und die steckt auch höher. Von daher kann ich die sehr viel leichter transportieren. Boot kann ich mir, wie gesagt, nicht machen. Nicht ohne Säge, und eine Säge, ja, habe ich nicht. Kriege ich nicht ohne Kupfer. So, schwimmen wir mal in die Richtung. Das kann jetzt einige Zeit dauern. Würde mich nicht wundern, wenn wir noch einen Tagewechsel auf See miterleben. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Die Meere sind groß. Und ohne Boot? Ja. Seid ihr schon von einem Kontinent zum anderen geschwommen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Da oben geht es ein bisschen hoch, aber ich glaube nicht, dass es da wirklich eine Landmasse gibt. Das sind einfach ein paar Riffe. Weil es ist hier gar nicht so tief. Naja. Also ich kann den Boden noch sehen. Sagen wir so. Es ist ja auch nur vom Biom her. Wo steht das denn? Ocean, genau. Ocean. Nicht Deep Ocean. Da ist was. Es sieht nur nach einer kleinen Insel aus. Nicht, dass das. Ja. Nicht, dass da mehr anfängt und ich dran vorbeischwimme. Ja, ein bisschen was auf jeden Fall. Sogar noch in Sichtweite fast. Weil zumindest, wenn ich jetzt in der Mitte bin, ist es beides in Sichtweite. Vielleicht, wenn ich die Sichtweite auf extrem gestellt hätte, hätte ich es von drüben sehen können, aber das schafft mein Rechner absolut nicht. Das kann man sowas von vergessen. Okay. Hallo, Land. Ich bin nach Westen geschwommen, deshalb nenne ich es mal Indien und die Ureinwohner Indianer. Genau. Ja, ein bisschen Lebensmittel gibt es hier jedenfalls, die ich hier erstmal aufstecken muss. Bodenschätze, vielleicht. Seid ihr so nett? Kupfer vor allem. Wäre schön. Wäre schön.
Der ist sogar fertig. Hätte ich ja nicht gedacht. So, jetzt muss ich mal ein paar Sachen in einen Wessel packen. Also das schon mal auf jeden Fall. Das hier ist schon noch 64 Unzen hoch. Du bist sogar schon zu hoch, um noch reinzupassen. Da schneide ich dich mal klein. Naja, vielleicht sollte ich... vielleicht. Nein, so. Da habe ich jetzt nämlich einen, der ganz auf 160 ist. Den mache ich dann zu 280ern. Das ist nämlich genau das, was noch reinpasst, glaube ich. Und selbst wenn es das nicht stimmt, dann ist es immer noch eine gute Wahl. Also Salat gibt es hier eine Menge. Ich glaube, das Messer ist damit kaputt. Nee, noch nicht. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass es dunkel wird. Insofern ein Problem ist, dass ich sterben könnte. Also keine große Sache, aber... Vielleicht sollte ich was dagegen tun. Irgendwas. Ich hab's. Ich schwimme darüber. Sollte die paar Meter entfernt von mir, die ich hier auf denen ich stehe, sollte nicht spawnen. Und ob die mich vom Land aus sehen können, weiß ich nicht. Was da los ist, weiß ich auch nicht. Aber jetzt muss ich erstmal die Nacht überleben. Ich bin ja auch doof, ne? Und ich spawn da nichts. Das ist ja, wenn ich das so umstelle, dann gilt das ja global. Das, daran muss ich mich gewöhnen. Ja. Also hier lassen die mich wohl in Ruhe, mehr oder weniger.
fließt das denn hier hin? Ja, nirgends hin wirklich. Das Skelett ist auch despawned. Ah. Ups, das wollte ich da jetzt eigentlich nicht entstellen. Ich wollte den Gravel mal ablegen. Ist ja nicht so, als wäre das etwas, das ich jetzt ständig brauche. Weil mein Inventar ist schon etwas voll. Okay, ich bringe ein paar Samen auf jeden Fall mit nach Hause mit. Wenn hier mehr nicht sein sollte. Und ich das nicht zu meinem Zuhause erkläre. Wie man das mit Indien gerne macht. Ja, hallo. Ja. Was machen wir da? Ja, also, wo kommen die denn alle her? Ja, hast du die eingeladen oder was? Wer ich? Also, ich verschwinde mal. Aber jetzt sind ja die ganzen Fremden noch da. Der Typ, der gerade verschwunden ist, eingeladen hat. Auf unsere Party. Was machen wir mit denen? Ja, dann hau ich lieber auch mal ab, weil mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja, und ich auch. Oh, da ist so ein Skelett. So ein schönes dunkles, braungebranntes. Oder so. Aber ich glaube, naja doch, der kann der Sonne widerstehen, wenn er im Wasser rumhampelt. Oh, da ist ein Enderman. Da schaue ich mal lieber nicht hin. Obwohl, alles, was ich tun müsste, wäre hier ins Wasser springen. Ne? Ja, die haben ja eine lustige Party da drüben. Da kommt ja alles. Nur er bleibt ständig. Dachte ich. Jetzt geht er langsam auch mal ins Bett. Aber er ist trotzdem noch da. Er ist da. Er ist noch da. Schließlich ist dein Haus. Ist schließlich sein Haus, ne? Der ist nur ins Bett gegangen. Was ist das denn? Werde ich mir erstmal nicht angucken. Wahrscheinlich gibt es vielleicht unterirdische Höhlen oder so, aber damit will ich nichts zu tun haben. Ich meine,
ist vielleicht hilfreich, wenn man Erze sucht. Nur ich suche keine Erze. Also schon, aber lose Erze, die auf der Oberfläche rumliegen. Selbst wenn ich da unten Erze finde, ohne Spitzhacke, bringen die mir reichlich wenig. Nicht wahr? Ja, mir scheint, das hier ist eine schöne Inselkette. Naja, es wird hell. Da kann ich langsam mal. Vielleicht doch noch nicht. Vielleicht doch noch nicht. Nicht bevor der in Flammen aufgeht. Oder despawnt. Okay, er geht in Flammen auf. Jetzt ist er nur ins Wasser gegangen. Was ihm etwas Erleichterung bringt. Und bedeutet, dass ich dran vorbeischwimmen muss. Ist er jetzt despawned? Sieht so aus. Ja. Es ist alles hier nicht so ideal, um sich mal wirklich was selber aufzubauen, ne? Häuser und sowas. Muss ich ja sagen. Vielleicht gibt es hier zumindest Kupfer irgendwo. Bisher sieht es noch nicht sehr vielversprechend aus, aber das heißt ja nicht, dass ich aufgeben muss. Ja, mal frühstücken vielleicht. Rehe und Pferde. Halt. Ist das Salzwasser? Das ist dort auch Salzwasser. Okay. Oder auch nicht. Okay. Das hier ist kein Salzwasser, das ist in der Mitte schon. Okay. Das ist doch Granit, oder? Nee, Dacit. Aber ich glaube, das ist auch relativ gut. Nein, 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 greift nur an, wenn er unter 90, also wenn sein Hungerbalken nicht zu 90% gefüllt ist. Dann greift er alles an, nicht nur mich, sondern auch Schweine und so weiter. Und Kühe. Das da könnte Kupfer sein.
wenn so nah an der Oberfläche Kupfer ist, dann liegt hier doch. Da ist noch ein Bär, scheiße. Und da unten drin sind noch Viecher drin. Das ist Kupfer, Leute. Ich habe da ein bisschen Angst vor. In der Höhle sind Geräusche. Ich habe jetzt 10 Nuggets, das heißt, das reicht nicht, um den. Oder doch, ich könnte mir eine Spitzhacke machen. Wenn ich da direkt Kupfer habe, ist das vielleicht sinnvoll, da ist mir eine Säge zu machen. Ist nur so meine Idee. Das einzige Problem an dieser Gegend ist, sie ist scheißgefährlich mit Bären. Mit Bären. Aha. Ihr wollt nicht wissen, wie stark Bären sind. Oder wenn ihr es wissen wollt, die machen 175 Schaden, glaube ich, pro Schlag. Und haben selber, glaube ich, 3000 Leben. Ich mache 60 Schaden. Ich habe gerade zwei Bären nah beieinander gesehen. Also wenn die gleichzeitig auf mich losgehen, dann aber gute Nacht. Also, ich habe 13 Kupfer. Damit kann ich mir eine Spitzhacke machen. Und mit der Spitzhacke kann ich das richtige die richtige Kupferader abbauen. Und dann habe ich eine Menge Kupfer. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Es ist nur die Frage. Okay, eine Frage ist. Was mache ich mit den Bewohnern der Höhle? Kuhfarmine. Was mache ich damit? Die nächste Frage wäre dann, wo sind mal ein paar Kürbis? Da habe ich nämlich noch keine gefunden. Habe jetzt nicht so aktiv nachgesucht, aber ich hätte sie mitgenommen, wenn ich sie gesehen hätte. Die wären ganz wichtig. Und ich sage euch auch warum. Ich habe euch ja gesagt, dass die Fackeln nach 48 Stunden ausgehen. Ja. Jack-O-Lanterns gehen nicht aus. Man kann keine Kürbisse anpflanzen, wenn man Kürbisse hat. Die geben keine Samen und selbst zu dem Zeitpunkt in der Entwicklung des Spiels, als es sie noch Samen gegeben haben, konnte man die zwar anpflanzen, aber es sind keine Kürbisse draus gewachsen. Also diesem, weil, ja.
Das wäre schon hilfreich, davon ein paar zu haben. Es ist nicht so, dass da so wenige von vorkommen. Also, die sind schon normal häufig ungefähr. Könnte sein, dass, obwohl ich bezweifle das sogar, dass es vom Gebiet, also vom Klima abhängt. Könnte höchstens sein, dass das südliche Klima eher Biome hat, wo sie selten sind, obwohl ich weiß nicht, ob es Biome gab, wo sie selten sind. In Vanilla. Also von daher, ne? Muss ich einfach mal darauf achten, dass ich ein paar von denen auch mal finde. Dann würde der Minenschacht vielleicht sogar nämlich eine ganz gute anfängliche Unterkunft bieten. Wenn man das entsprechend bewerkstelligen würde, dass da man das ausleuchtet und so. Beziehungsweise, ja gut, für 48 Stunden kann ich's ja. Spielstunden. Das heißt, auch in meiner jetzigen Behausung könnte durchaus irgendwas auf mich warten. Denn der Die Fackeln sind auf jeden Fall jetzt aus. Oh, und das ist zwar dunkel. Wisst ihr, was ich da mache? Na. Wie lange dauert denn das bitte? Ja, wenigstens ist das Holz hier runtergefallen. Ja, oder zumindest ein Teil davon. Ich brauche aber mehr, bitte. So. So kann man sich auch halbwegs in Sicherheit bringen. Man darf nur nicht in Bogenreichweite, nur nicht so niedrig aufhören, dass man noch in Bogenreichweite ist oder sowas. Ja, das sollte wirklich ausreichen jetzt. Die bemerken mich nicht mal. Also, das ist in Ordnung. Ich wäre ja fast zu Hause gewesen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, die paar Meter noch zu rennen. Obwohl, wie gesagt, dann weiß man ja nicht, was in meiner Hütte auf mich wartet. Und wenn da ein Creeper drin steht, ne, dann. Und dann draußen noch alles voll ist, da ist das hier vielleicht besser. Das Holz hier werde ich nicht wieder kriegen, weil das hier kann man jetzt nicht wieder so einfach fällen wie in den ganzen Baum. Das da dauert dann ein Stück abzubauen, genauso lange wie es dauert, einen ganzen Baum abzubauen. Ja. Nun ja, so ist das. Also damit, dass ich gleich so einen einfachen Zugang zu Kupfer finde, wenn ich dann Kupfer finde,
Hätte ich ja nicht gedacht, dass diese Kupfermine, da komme ich dann schon ganz gut. Wäre natürlich schön, wenn ich gleichzeitig dann auch bald mal was finde, was um dann Kupfer zu Bronze oder so zu verarbeiten, aber hey. Denken wir erstmal an die ganz nahe Zukunft. Und die sagt, wir können jetzt irgendwelche Werkzeuge herstellen. Ja. Die halten nicht so lange, wenn sie nur aus Kupfer sind, aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Und wie spät haben wir? 22 Uhr. Wir sehen uns am nächsten Morgen, würde ich sagen.